Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich denke, ihr werdet heute alle, für mich auf jeden Fall, das Krasseste sehen, was wir jemals gesehen haben. Wir sind in München. Michi hat uns eingeladen, Gear Collector, und wir dürfen heute seine Hypercar-Sammlung euch vorstellen. Es ist alles dahinter. Ich denke, ich brauche gar nicht so viel sagen, weil jeder von euch kennt seine Videos, jeder von euch kennt seine Autos, aber wir können heute live vor Ort sein und wir gucken uns auf jeden Fall mal ganz genau an, was uns da so alles erwartet. Ich würde sagen, los geht's, wir gehen runter und Attacke. Oh, wir sind tief, es wird immer kälter. Hier ist frisch, jetzt ist es richtig. Jawohl. Okay, Leute, was soll ich sagen? Das ist definitiv zu wild. Das erwartet man wirklich gar nicht. Ich würde sagen, ich lasse es kurz wirken, ihr kriegt kurz einen Porn und dann geht's weiter. Da haben wir ihn. Michi, danke für die Einladung. Ja, du, sehr gerne. Erste Mal, dass ich ein Video mit jemandem mit Helm mache. Ist ein bisschen was anderes, oder? Muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen, weil ich sehe mich die ganze Zeit nur so selber. Du, ne? Siehst mich nicht, ich sehe dich dafür. Und man kommt sich so ein bisschen so vor, erstmal, was soll ich sagen, Alter, selbst wenn man oben steht und schon so denkt, das wird gut, kommst du ja runter, ne? Und dann, bumm. Gutes Gefühl dabei? Ja, brutal. Wir brauchen, glaube ich, über dich gar nicht so viel sagen. Jeder wird dich kennen, Gear Collector, immer mit Helm unterwegs. Können wir diesen Mythos aufdecken? Warum? Wie bist du dazu gekommen mit Helm? Eigentlich, das sagt schon alles. Also mir geht's eigentlich wirklich nur hier um die Fahrzeuge. Ja. Die Leidenschaft, mit den Autos zu teilen. Und
ich möchte mich eigentlich in dem Sinne nicht in den Vordergrund stellen. Ja, weißt du, ich meine, ich habe da einfach Bock, mit den Leuten die Autos zu teilen, die Leidenschaft, die Faszination. Und deswegen war es für mich immer so von Anfang an wichtig, wo ich gesagt habe, hey, nur die Autos und ich nicht. Jetzt muss man dazu sagen, wir reden jetzt ja hier nicht von 2-3 Autos, sondern das sind ja schon andere Dimensionen hier. Das ist wirklich krass. Also ganz viele, die wirklich so Autosammlungen haben, die ich kennengelernt habe, die sind alle in diese Richtung so ein bisschen eingestellt, dass sie lieber undercover bleiben wollen. Ich denke mal, wir leben ja auch in Deutschland, da ist das auch gar nicht so verkehrt wahrscheinlich, weil es ist einfach für den Normalsterblichen überkrass. So, ne? Man freut sich schon, wenn man einmal im Leben einen L40 sehen kann. Und hier hast du halt ja wirklich... gerne ein bisschen mehr so in die Richtung gehen, wirklich, dann sehen die Leute auch hier was. Hier hast du wirklich alles auf einmal, ne? Wirklich, ja. Ich hatte mir so viel überlegt, was ich dich fragen will, aber ich bin wirklich erstmal geflasht von den Autos. Und das kommt bei mir auch immer selten vor. Weil normalerweise, das ist ein Punkt, ganz viele Sammler haben zum Beispiel ein Faible für Ferrari. Sammeln nur rote Ferraris, sind Porsche-Sammler, sind alte Rennautos-Sammler. Aber ihr sammelt ja einfach alles. Du siehst, hier ist ein großer Mix da. Mhm. Von hier so ganz kleinen Motorrädern bis zu einem Oldtimer, bis ja hin zum neuesten McLaren Senna, AMG GT Black Series. Also hast du wirklich so den kompletten Mix. Und bevor du mir auch die nächste Frage stellst oder irgendwann eine Frage kommt, was ist hier so mein Lieblingsfahrzeug? Ich habe keinen Favoriten, weil ich liebe den Fiat, aber genauso liebe ich auch hier den GT Black Series. Und du hast halt komplett andere Emotionen mit den Fahrzeugen. Und deswegen, ich habe ein paar Favoriten hier in der Sammlung, aber sonst unterm Strich, ich kann jetzt nicht sagen, okay, das hier, das ist mein Favorit. Okay, ich habe mir aber eine andere Frage überlegt, die ein bisschen ähnlich ist. Welches Auto fehlt denn noch in dieser Sammlung, was du lieben gerne hättest? Wenn ihr jetzt auf den Schlag, wir könnten ein Auto hierher schnipsen. Dann würde ich dir tatsächlich sagen F1 GTR. Okay. Ja. Das sind natürlich dann auch Größenordnungen, die dann schon überkrass sind. Ne? Wie lange macht ihr das Ganze schon? Wie lange sammelt ihr diese Autos schon? Ich würde jetzt mal grob gesagt sagen, so um die 20 Jahre. Krass. Das heißt, das ist ja noch länger. Familienbesitz hier mit Papa, ihr habt beide den gleichen Nagel im Kopf, ihr habt einfach Bock auf solche Autos. Genau, richtig. Genau. Ich stelle mir gerade das vor, wenn ihr beide zusammen dann unterwegs seid und beide einen Helm im Auto aufhaben, dann wird es endgültig wirklich kriminell. Wenn ich im Auto sitze, dann habe ich eigentlich meistens keinen Helm auf. Außer am Film. Die meisten Leute denken immer, wenn ich die Videos hochlade, dann trage ich auch einen Helm. Aber nee, ich habe hier meine Kamera dann auf dem Kopf und es ist dann schon entspannter. Und dann akribisch das Video durchgucken, dass man wirklich nicht im Spiegel irgendwo mal doch irgendwo irgendwas geleakt wird. Du, ich sage auch immer wieder, ich habe keine Berührungsängste oder sonst was. Wenn mich Leute auf der Straße sehen, da gibt es immer wieder welche, die trauen sich mich dann gar nicht anzusprechen oder sonst was. Ich habe keine Berührungsängste, nur bei mir ist es halt einfach so auf meinem Kanal, ich möchte halt einfach nur die Autos teilen. Ja. Und möchte halt mich da in dem Sinne nicht im Vordergrund stellen. Und jetzt ich habe halt einfach da Bock drauf, weißt du? Jetzt muss man dazu sagen, Michi, es wird extrem schwer sein bei den Autos, dass sich einer erkennt auf der Straße, wenn du unterwegs bist, weil ich denke mal hier in München ja, wird natürlich sofort einer wissen. Wenn du natürlich mit dem Auto unterwegs bist, dann kannst du es ja auch nicht vermeiden. Deswegen, da habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Wenn die Leute dich ansprechen mit dem Auto oder sonst irgendwas, bin ich immer voll ready. Ich habe auch lange überlegt, was wir machen, weil natürlich könnten wir jetzt hier durchlaufen wie jeder andere und das Auto zeigen. Ich wollte einfach nur, wir machen mal so ein bisschen Real Talk, quatschen einfach so, mal gucken, was sich so raus entwickelt. Krass. Was ist denn von dir, von der Marke her so dein Favorit? Gibt es da irgendwas? Oder? Das ist eigentlich auch witzig, das verändert sich definitiv so ein bisschen über die Jahre und das kommt immer darauf an. Na, ich bin jemand, der schlecht auch sagen kann, das ist es so ungefähr. Ja. Ist ganz schwierig, kann ich auch so. Ich war früher immer eigentlich ursprünglich VW, Golf, so typisch. Tuner, Golf 1, Golf 2, das waren so die Zeiten damals, Turbolader drauf und so weiter. Ja. Dann ging das in Richtung Audi, weil Audi einfach solider war. Man konnte mehr fahren mit den Autos. Ja, wenn du jetzt aber in den letzten Jahren ein bisschen mehr Richtung Rennstrecke unterwegs, da geht es natürlich dann wieder in eine ganz andere Richtung. Das ist so, ist wirklich... Da sage ich eigentlich immer vom Package her, Rennstrecke, klar, die McLaren sind ultimativ schnell. Ich meine, Senna ist eigentlich so für mich das Schnellste, was es mit Straßenzulassung gibt, mit dem Black Series zusammen. Aber du sagst halt, vom allgemeinen Package finde ich halt einfach GT2S bzw. GT3S ist unschlagbar. Mm. Das ist halt einfach, das Auto funktioniert immer, jederzeit. Welches von den Autos, wo würdest du dich auf gar keinen Fall von trennen? Wenn hier morgen das Wasser reinlaufen würdest und du könntest ein Auto rausfahren?
sind alles so schwierige Fragen, die ich selber gar nicht beantworten könnte. Wobei doch, diese Frage könnte ich beantworten, zumindest bei meinen Autos, aber... Einen von den beiden. Den hier, den McLaren, da würde ich mal behaupten, das sind auch die beiden Autos, wo man dich am meisten auf Fotos immer so sieht. Ja. Also die beiden Autos habe ich zumindest am meisten schon bisher gesehen. Ja. Also wäre für mich schon P1 oder F40. Klar könntest du jetzt sagen, von der Historie nochmal F40 mehr, aber für mich ist halt einfach P1, das Hypercar damals, die mit der Formel 1 Technik, das ist, boah. Ich habe noch nie einen live gesehen. Wie ist das bei solchen Autos bei dir? Ich habe schon Sammlungen kennengelernt, da werden wirklich Excel-Tabellen geführt, dass man so ein Auto mal gefahren ist pro Jahr. Das ist bei euch aber anders, weil ihr fahrt viel mit den Autos, oder nicht? Es wird viel gefahren damit, definitiv. Nur mein Problem ist mittlerweile durch das, dass ich so viel mit den Herstellern am Testen bin, an neuen Autos am Testen bin, bin ich zumindest im letzten Jahr kaum mehr da dazu gekommen, mit den eigenen Autos hier zu fahren. Also das ist wirklich, kannst du jetzt sagen, ein Problem, weil natürlich alles bewegt werden muss. Ich finde es immer wieder schade, es gibt so geile Autosammlungen auf der Welt, wo du eigentlich fast sagen kannst, das ist hier nichts, auf Glück gesagt, in den Sammlungen, wo ich schon gewesen bin. Aber da wird halt kaum was da davon bewegt. Also ich kenne wirklich Sammlungen, das Erste, was passiert, wenn das Auto ankommt, ist die ganzen Flüssigkeiten, Öl, alles wird ausgelassen und das ist halt einfach dann Kunststück. Und das finde ich immer wieder schade, denn so ein Senna ist halt nun mal dafür gebaut, auf der Rennstrecke damit bewegt zu werden. Ich fahre den Senna mittlerweile, ich fahre das Auto kaum auf der Straße, weil du einfach diese Performance niemals hinbekommst. Ja? Du kannst einfach, bis du die Reifen auf Temperatur bekommst, das bringt nichts. Sondern wenn, dann ist wirklich für mich, wo ich sage, ich gehe damit auf die Rennstrecke. Wie viele von den Autos habt ihr ungefähr neu gekauft? Alle. Alle? Alle. Alle bis auf... hier 328er, das Ganze steht da hinten nochmal, aber sonst, und genau, Super Trofeo, würde ich jetzt auch nicht neu kaufen als Rennfahrzeug, sondern wurde auch ein paar Mal gefahren, somit ist er schon eingefahren und alles. Ja, aber das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der SE die alle neu kauft. Das ist natürlich auch wahrscheinlich bei euch, es sind ja viele Autos, die man als Laie gar nicht neu kaufen kann. Wurde so gar nicht ja, so. Ja, richtig, klar. Also, ich meine, so jetzt so, du hast ja auch zum Beispiel jetzt bei den ganzen McLaren haben alle dieselbe Chassisnummer. Krass. Genau. Das heißt, die haben alle, ihr habt eine Endung als Chassisnummer und die habt ihr dann überall? 150. Also, Senna ist Nummer 150, P1 ist Nummer 150, 675 LT Nummer 150, bei BMW ist es immer Nummer 11. Okay, das ist ja richtig crazy. Das ist ja. Du kannst jetzt ja nicht bei McLaren anrufen und sagen, ey Michi, ich hätte gerne die 150 bitte von den Autos so ungefähr. Ne? Also. Es ist sogar relativ witzig, denn damals 675 LT ist Schmie, hatte einen bestellt gehabt, wir kannten uns zu dem Zeitpunkt noch nicht und er ist zum ersten Mal hierher gekommen und hat die Tür aufgemacht und dann hat er gesehen, oh, Chassis Nummer 150 und er hatte wegen Schmie 150, er hatte damals die Chassis Nummer 150 bekommen, hat einen Anruf bekommen gehabt von McLaren, die haben gefragt, ja, hier gibt es einen Kunden in Deutschland, der hätte gerne, weil beim P1 Nummer 150, ob das in Ordnung wäre, für ihn Nummer 150 herzugeben und dann hat er hier die Tür aufgemacht, du warst das, der wird die Chassisnummer weggenommen. Gib's Auto, ja. Okay, aber das macht es natürlich jetzt umso mehr, dass die Autos eigentlich unverkäuflich sind. Weil wenn man schon selbst die Chassisnummer, die passende hat, ist natürlich wirklich, wirklich verrückt. Das heißt auch, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie kommen die ganzen Farbkombinationen zustande? Das heißt, das sind auch alles Farben, die ihr genauso haben wolltet. Das sind alles konfigurierte Autos. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel einen Senna, ich fand ihn ultra hässlich am Anfang. Mhm. Als das Auto rausgekommen ist, in diesem Orange, wie er vorgestellt worden ist, wo ich mir dachte, geht gar nicht. Aber es ist so ein ähnliches Thema wie beim F40. Es ist eckig, kantig, dieser feste Flügel. Am Anfang hat ihn jeder gehasst und jetzt findet jeder das Auto geil. Und deswegen war ich so, okay, komm, lass das Auto in Schwarz nehmen. Und man muss auch mal dazu sagen, also es ist ja kein normales Schwarz. Denn wenn du mal hier so drauf schaust, ist auch ein Blauschimmer drin. Genau, ne? Das ist so ein spezielles MSO, nennt sich das, McLaren Special Operation. Und deswegen, du hast diese blauen Flakes hast du eingearbeitet und deswegen habe ich auch gesagt, okay, hier blaue Bremszettel, das Ganze geht im Innenraum mit Blau weiter. So ist der Gedanke gewesen. Wie ist das bei solchen Fahrzeugen mit Thema Service? So, normalerweise wird so ein Hersteller ja angeben, einmal im Jahr bringen oder nicht? Ja. Wenn ihr jetzt natürlich nur 300 Kilometer oder 500 oder 1000 pro Jahr fahrt, dann nicht hinbringen? Nee. So. Und ist das dann so, dass so Senna dann die dann so sagen, ja, dann Garantie weg?
Sind die da so drauf oder ist das dann bei solchen Hypercars schon so? Naja, irgendwann erlischt schon die Garantie, aber auf der anderen Seite musst du ja auch dazu sagen, ich weiß, wenn du das Auto ja nicht verkaufst, du weißt, wie viel du das bewegst, das Auto und so weiter, dann sage ich dir ganz ehrlich, Garantie hin oder her, ja. Das ist, also wenn ich dir da erzählen würde, was so eine Garantie beim P1 kostet für die Batterie, besser anderes Thema. Aber man kann theoretisch für die Batterie auch... Man kann extra hier beim McLaren P1 kann man extra noch eine Garantie abschließen für die Batterie, weil du ja bei einer neuen Batterie normalerweise bei über 200.000 Euro bist. Ja, wir könnten halt wirklich, ich würde am liebsten bei jedem Auto Tür aufreißen, mich mal reinsetzen und so weiter. Das würde aber hier den Rahmen komplett sprengen. Wir laufen mal einmal so ein bisschen durch. Mir fallen bestimmt noch ein paar exklusive Fragen ein. Wie ist das, man hört ja immer viel bei diesen ganzen Hypercars, dass die eigentlich zu laut sind für die Serie, was viele sagen. Ist das tatsächlich so, ist das ein Problem oder ist das auch nur eine Frage, wie man halt mit so einem Auto rumfährt? Es kommt immer darauf an, wie du damit rumfährst. Also normalerweise die ganzen neuen Autos mittlerweile sind ja eh deutlich leiser geworden, muss man ja dazu sagen. Und sonst, wenn du damit entspannt fährst, gibt's auch keine Ärger. Und auch das ist auch, dann da kann man auch das nächste Thema nennen, ist, dass viele immer denken, ja, so ein Auto verbraucht zu viel. Aber wenn der Doja, gar keine Frage, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel den 675 LT Spider nehme, das ist für mich ein Auto, wo ich sage, ich fahre damit nach Österreich, ich fahre damit nach Italien, mache damit Roadtrips. Skifahren, Dachbox. Genau. Kannst das Dach aufmachen, so, und du kannst halt das Ding mit 7, 8 Liter fahren. Mhm. Und warum? Gewicht. Gewicht ist das A und O. Und ja, einfach klar. Der Motor, und da kann, klar, wenn du Gas gibst, Turbo, verbraucht das Ding bis zum Gehen nicht mehr, aber sonst entspannt. Oder 12 Zylinder mit diesem, ich sag jetzt mal, alten Getriebe drin, das ist natürlich, das verbraucht halt, ne? Wir mussten dir übrigens leider bei Grip Neuch deine Idee mit den Bären klauen. Das hab ich mitbekommen. Wo ich den hier gerade, pelzigen Kollegen sehe. Ich wollte hier, also wenn das hier jemand vom Grip sieht, ne, ich wollte schon bei euch hier einlaufen, was das hier soll und ich hier keinen Anruf erhalten habe. Ich wäre sonst hier schon mit den Teddybären da gewesen. So, ne, waren drei Bärenkollegen am Start. Warst du wenigstens gewonnen? Wir waren unentschieden am Ende. Okay. So, aber es war witzig mit den Bären. Ja, sehr witzig. Ja, die haben sich preismäßig auf jeden Fall auch gut entwickelt, beide, ne? In den letzten ein, zwei Jahren. M3 GTS? Mhm. Ja. Da haben sie Preise aufgerufen auf der Techno Klassiker. Also ja, schon mal krass, dass so ein Auto auf der Techno Klassiker steht. Ich weiß nicht, 2,50 oder so. Ach, krass. Ja, also das wirklich. Ist eigentlich fast das Doppelte mittlerweile. Das war wirklich heftig. Das war wirklich. Aber ist halt auch ein Auto, wo du sagst, das wird es halt in der Richtung nicht mehr geben. Nee, definitiv nicht. Es ist halt einfach ein geiles Teil. Mhm. Aber wenn ich jetzt, wo wir gerade hier vorstehen, M3, M4, was würdest du auf der Rennstrecke lieber fahren? Sauger oder Turbo? Echt? Ist langsamer, aber geiler zum Fahren. Mhm. Geiler, zickiger zum Fahren. Ich finde es immer wieder faszinierend eigentlich beim M4 GTS, wie underrated er ist. Weil du eigentlich sagen musst, das Ding ist geil zum Fahren. Und das Ding kann auch easy mit einem 991 GT3 konkurrieren. Nur das Problem ist halt einfach, ihm fehlt halt so ein bisschen die Leistung. Mhm. Weil er halt einfach zu schwer ist. Und da hätten sie halt einfach nochmal diese 50, 70 PS draufpacken müssen. Wo wir gerade beim Thema zu schwer sind, ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf ein weiteres Video freuen. Das spoilern wir jetzt gerade schon mal kurz. Und zwar, ich habe nicht meine Wagen mit. Bin ich bekannt dafür, dass ich immer die Autos wiege. Das machen wir natürlich nicht in diesem Video, sondern wir werden hier auf jeden Fall noch ein paar Autos wiegen. Und ich habe mir auch eine kleine Challenge überlegt, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Kurz zum M4 wieder zurück. Da kann man sich heute kaum vorstellen. Es stand tatsächlich monatelang bei uns in Hannover immer einer zum Verkauf, den keiner gekauft hat bei BMW-Händler. Stand immer oben drin. Ich weiß nicht, was haben die damals neu gekostet? 150 oder so in dem Dreh? 150, ja genau, sowas um den Dreh. So, ja. Wollte damals keiner haben, ne? Und heute halt M3 auch. GTS, M3 CRT, dasselbe. Genau dasselbe Thema. Und jetzt? Aber man hört, du fährst ziemlich viel Rennstrecke, ne? Schon, ne? Ja, früher bin ich schon viel eigentlich auf den Rennstrecken unterwegs gewesen. Jetzt halt, wenn es sich halt zeitlich mit den Herstellern oder sonstiges ergibt. Ich habe schon immer Bock drauf. Ich habe immer Bock drauf, auf die Rennstrecke zu gehen, aber es ist halt oftmals dann das Zeitliche. Ich muss einfach nur mal sagen, ich finde diesen Moment, den Effekt gerade witzig, weil wir haben uns kurz vorher ohne Helm kurz unterhalten. Und mit Helm ist einfach, ist krass, wenn man nicht ins Gesicht reingucken kann. Gefällt dir da besser oder nicht? Ist wirklich, nein.
So, aber von der Mimik, Gestik und so, es ist so, man weiß nicht, ob du gerade grinst oder nicht grinst. Ich bin die ganze Zeit am Grinsen. Siehst du es nicht, oder wie? Lachst du, oder? Aber du siehst es, oder, dass ich am Grinsen bin? Ja. Man sieht wirklich gar nichts. Hat die Anordnung, wie die Autos hier stehen, einen Sinn? Naja, es ist halt alles nach Farben geordnet, mehr oder weniger. Okay. Also bei Silber, ja, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Ist mir tatsächlich beim Reinkommen auf den ersten Blick nicht aufgefallen. Kommt ungefähr hin, ne? Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil dann doch die Farben, also wenn man jetzt auf 4 silberne Autos guckt, da fällt das natürlich auf. Klar, natürlich, ich schaue schon so, hier hinten ist so ein bisschen so die BMW-Ecke, hier ist so eher so die Mercedes-Ecke, da so ein bisschen so Lambo, so ein schöner Mix. Die Farbe finde ich übrigens ultra geil. Bin absolut kein Farbenmensch eigentlich, aber auf jedem Foto habe ich immer schon gedacht, in Kombination mit diesen leicht goldenen Felgen. Vor allem im Licht steht das nochmal dann ganz anders da in der Sonne. Wie viele gab es in der Farbe? Drei Stück. Drei? Ja. Krass. Also GT2S gibt es 3 Stück. Jetzt überlegt er. Nee, ich überlege wirklich, GT2S ist so eins meiner Traumautos. Ja. Definitiv. So als weil ich kenne so viele Leute, die tatsächlich bei selbst so Hammer, also krank wie du mit den Autos auf den Rennstrecken fährst, gibt es natürlich auch Leute, die Hammer hat so ein Ding, gerade dann mehr in Richtung Dubai und so, immer halt auch noch tunen, ohne Ende. Ja, ist auch ein bisschen modifiziert. Und ratzfatz hast du halt in so einem Auto, keine Ahnung, 800, 900.000 PS, wie auch immer. Ja. Und das Ding fährt trotzdem noch jeden Tag genauso halt. Ja, das ist halt das. Also ich habe da solide 810, 820 PS drauf und schiebt abnormal vorwärts und ist halt einfach ein absolutes Biest zum Fahren. Wie ist das? Kann man mit Tuning noch Rennstrecke fahren? Oder würdest du sagen, in der Serie ist auf Rennstrecke besser? Also klar geht, aber ich sag dir ganz ehrlich, serienmäßig ist das perfekt. Also deswegen ist ja auch sowas wie Mantai, die hier diesen Umbau machen, wo die sagen, sie gehen nicht mit der Leistung hoch, sondern wirklich hier rein Aerodynamik, weil das Auto ist perfekt und er braucht eigentlich nicht mehr Leistung. Ja. Das ist auch das, was mich an dem Auto reizen würde. Dass das Ding einfach auch für mich optisch perfekt. Aber es ist halt auch Autobahn mit dem Riesenflügel trotzdem ein Monster bis zum Gehen nicht mehr. Ah, können wir schnell abbauen. Ja, krass. Okay. Eine Frage habe ich noch. Ich habe noch ein paar Fragen. Was war dein erstes Auto? Mein erstes Auto war ein BMW 120i. Hast du Limitierte Edition. Schon mal probiert, den zurückzukaufen? Weil ganz viele kaufen ja irgendwann ihr erstes Auto zurück. Nee. Gar nicht so. Nee. Mein erstes Auto war zum Glück ein Golf 1 GTI und habe ich noch. Ist zwar nur eine reine Ruckhaus, steht irgendwo oben in einem Regal. Sie war schneller unterwegs als ich. Habe ich tatsächlich so mit 16. War schneller unterwegs als ich. Mit 16. Danach kamen 335er. Ah, gleich BMW von Anfang an. Mit Allrad. Noch der, das war der E90. Geiles Teil mit der M-Performance-Anlage noch damals. Und dann danach kam der 1er MQB. Das Ding wird auch weiterhin noch gefahren, mittlerweile 100.000 Kilometer drauf. Ah, das 1er M-Coupé habt ihr, ne? Ja. Das heißt, das ist nicht alles, was so an Fahrzeugen ist, sondern das ist nur... Nein, es steht nicht alles hier. Kann man so sagen, wie viel hier so steht? Also wie groß, wie viele Autos sind es in Summe? Das kann ich nicht sagen, aber das, was hier steht, kannst du gerne durchzählen. Kann ich durchzählen, okay. Ja, ist eine gute Antwort. Nee, was ich mir auch extrem witzig vorstelle, ist dieser Moment, weil du kannst ja dank dem Helm auch nochmal ganz normal irgendwo hingehen und fängst irgendwie so an, mit so Leuten zu quatschen und die fragen dich so, und was hast du so für ein Auto? So, und dann so, hast du eine halbe Stunde Zeit, dann fange ich jetzt mal so zu anfangen zu erzählen, so ungefähr. Ne? Weil das ist ja wirklich brutal, einfach nur. Ja, hier damit habe ich das Motorradfahren gelernt. Auf dem hauseigenen Gelände hier. Genau. Danach habe ich mich langsam gesteigert. Da hinten auch noch mein Buggy, damit habe ich das Autofahren gelernt. Also aber du wirst eigentlich, lassen. Eigentlich kann man sagen, das war mein erstes Auto. PW50, PW80, ne? Also da ist auch ein richtiger Motor drinnen. Also nicht hier elektrisch oder so. Wenn dann so, schon richtig. So zum Anziehen noch oder ja, wie? Ja, genau. Na, ganz richtig schöner Rasenmäher. Vorsorge, ne? Falls doch der Überschlag kommt. Wo ich hier sehe, was mit Motorrad? Da hinten steht ja eins, aber ist irgendwann wahrscheinlich der Reiz so ein bisschen verloren, oder? Wenn du so die Autos fährst. Ja, da hinten steht ja eine Ducati Superleggera. Mhm. So das Ultimative, da steht was. Dann hier eine HP4, aber ja, mit Motorradfahren hab ich's, naja, irgendwie nicht mehr so unbedingt. Dementsprechend habe ich lieber... Das ist der krasseste Moment, den wir vorhin gesucht hatten.
Ja, der Apfelbaum sah danach nicht mehr so gut aus. Ah, echt? War ein Apfelbaum? Ja. Oh, bist du aber gut eingeladen. Das war ein Apfelbaum. Also, ich habe es überstanden. Der Apfelbaum hat es ein paar Wochen später nicht mehr überstanden. Zumindest so, wie er aussah dann. Aktuell ist es ja eigentlich so, dass die Garage eigentlich, kann man sagen, voll ist, ne? Ja, das ist eben so ein kleines Problem aktuell. Das Problem. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Was macht man dann so? Reißt man dann Wand weg und vergrößert die Garage? Oder? Ja, so, es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber... Dementsprechend steht auch nicht alles hier, sagen wir es mal so. Aber geil. Auf jeden Fall geil gemacht. Chapeau, Hut ab. Weil es ist ja immer, es gibt halt, wie du schon sagst, Sammler. Es gibt Sammler, die fahren. Es gibt Leute, wo man die Autos noch nicht mehr sieht, weil sie einfach nur irgendwo stehen. Und ihr habt das ja schon immerhin hier schön zurecht gemacht, dass man es halt auch so zeigen kann. Also wirklich cool. Wir müssen noch einmal zu dem Fiat da hinten. Da sind wir einfach dran vorbeigelaufen. Der interessiert mich aber gerade doch noch. So richtig cooler alter 500er. War das ein Original-Abarth? Ja. Krass. Was natürlich auch immer wichtig ist, in dem Fiat, was du natürlich brauchst, ist, schauen wir mal, ob ich überhaupt einen richtigen Schlüssel wieder hier finde. Also das Faltdach haut mich auf jeden Fall schon mal um. Das ist immer ganz wichtig, weißt? Dann weißt du, wo es zur Eisdiele geht. Die gute Italien-Hupe so ungefähr. Genau. Wie kommen solche Autos in die Sammlung? Einfach auch nur so aus Spaß, mal Bock drauf gehabt? Spaß. Oder auch irgendwie so, dass irgendwie Familie im Besitz mal einer so ein Auto hatte? Nee, also wirklich rein aus Spaß. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin im Sommer echt gerne mit den Dingern unterwegs. Das ist wirklich so. Das ist halt wirklich so das Witzige, wenn man einfach alle Möglichkeiten von Autos so hat, dann ist es schon immer mal so, dass man dann doch einfach auch so normale Sachen fährt. Einfach einsteigen, fahren. Ja, also, aber was heißt normal? Ehrlich, für mich ist es nichts Normales, weil ich feiere die Dinger so geil und vor allem auch das Ding geht so ab. Die hinten feiere ich auf jeden Fall. Ganz wichtig hier, ne? M&S-Reifen nicht über 2,40 fahren. Ja, eben, deswegen. Du von 4-Gang auf 5-Gang hier. Vorhin, Alter, mit also hier haben wir auf jeden Fall tuning-mäßig haben wir hier auf jeden Fall was gefunden. Das bist du in deinem Element, oder? Mit Lüfter und Ölkühler. Das bist du in deinem Element. Was hat so ein Ding an? 100 PS? 80, 90? Nee, ich glaube so, was wird der haben? So 70 PS sowas? 60, 70 PS, aber wiegt halt nichts, ne? Müssen wir halt dann, wenn wir jetzt dann auf die Waage später gehen, müssen wir mal schauen. Mille Miglia, ist das so ein Thema? Seid ihr da schon mal mitgefahren? Ja, schon öfters. Ja. Ah, geil. Und ist gut, ja. Ja. Einer der geilsten Events. Ich bin damals für Mercedes mitgefahren auf dem 300 SL. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, so viel zur absoluten Traumgarage vom Gerd Collector. Ich fand's cool, fand's gerade gut, dass wir uns nicht zu sehr auf irgendwelche Autos gestürzt haben, weil einfach jedes Auto hier geil ist. Einfach mal einen ganz lockeren, flockigen Real Talk. Angenehm kühl ist es hier unten drin. Ein Glück hast du gesagt, bring eine Jacke mit. Ja, eben. Deswegen. Danke, dass wir das zeigen durften. Im nächsten Video geht's auf jeden Fall weiter. Und fleißig Michis Channel abonnieren, weil da seht ihr nämlich, wie die ganzen Autos gefahren werden. Gibt's ein Auto, was auf deinem Channel noch nicht gefahren wurde? Ja, tatsächlich ein paar. Aus der anderen Halle. CRT, Z8 wurden noch nicht bewegt. Ja, hast ja noch ein bisschen was. Hast noch ein bisschen was vor dir. Habe erst vor einem Jahr angefangen. Haben wir noch Zeit. Vielen, vielen Dank an dich, an die Zuschauer. Danke dir fürs Kommen. Und im nächsten Video sind wir dann ein bisschen in meinem Element und wir gucken mal, wer von uns beiden. Ah, ich verrate noch nichts. Guckt euch aber an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.